Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Also ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen mitgenommen von der Reise. Möge Allah sie annehmen und auch die Anstrengungen. War eine Top-Truppe. Möge Allah sie segnen. Sehr viel gelacht. Auch geweint. Viel Spaß gehabt. Viel nachgedacht. War eine Hammer-Truppe. Beim Abschied sogar, subhanallah, hatten wir alle Tränen in den Augen. Das ist immer wieder eine Rahma von Allah, dass fremde Menschen zusammen verreisen und nach 11 Tagen füreinander weinen. Das bestätigt für mich immer wieder den Vers Innamal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Geschwister. Alhamdulillah, möge Allah uns als Gläubige zu sich nehmen. Sehr viele Eindrücke gewonnen. Also ich für mich, für meine Seele kann sagen, es war die beste Reise. Für meine Seele. Für mich, für mein Empfinden, für meinen Kopf, für das, was ich mitgenommen habe, war das für mich die beste Reise seit langem. Bei Allah. Ich habe so viel gesehen, so viel gelernt auch und so viel mitbekommen, dass ich mich nach dieser Reise jetzt tatsächlich gefestigt fühle von Allah in meiner Religion. Was habe ich alles mitgenommen? Erstmal habe ich mitgenommen Rahma und Barmherzigkeit von Allah. Ich erzähle euch mal 1, 2 Punkte, was da passiert ist. Wir hatten eine Schwester mit uns, mit ihrer Mama. Die Mama war alt, schwach, krank. Musste eigentlich überwiegend nur mit Rollstuhl geschoben werden durch die Gegend. Die Mama, Glücksbärchen. Die konnte man nur mögen und lieben. Die ganze Gruppe hat sich eigentlich um die Mama gekümmert. In der Umrah aber war es ein bisschen schwierig. Also als wir die Umrah vollzogen haben, war es ein bisschen schwierig. Weil natürlich die Gruppe achtet jeder auf seine Umrah. Das Problem ist, die Mama und die Schwester wollten unbedingt, dass die Mama unten im Tawaf ist. Was ich verstehe das erste Mal. Unten im Tawaf darf man eigentlich keinen Rollstuhl. Was haben wir gemacht? Dann habe ich mich natürlich um die Mama gekümmert. Ist ja so. Man sollte eigentlich seine guten Taten nicht erwähnen, aber inshallah hat das einen Sinn. Also habe ich mich um die Mama gekümmert und habe mit ihr den Tawaf gemacht. Der Schwester habe ich dann zeitlang gesagt, guck mal, mach du mal deinen Tawaf fertig. Und wir kümmern uns um deine Mama, alles gut. Während ich die Mama geschoben habe, erst haben wir sie getragen, dann 3 Runden geschoben, glaube ich. Hat Allah mir der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah nur ein Teil, also die Rahma, die Barmherzigkeit, die Allah erschaffen hat, gibt es 100 Teile von. Und ein Teil hat auf der Dunya herabgesandt. Und dieses eine Teil teilen sich die Menschen, die Dschinn, die Tiere. Die Welt teilt sich dies. Das heißt, alles, was du an Schönes und Barmherzigkeit siehst, ist nur dieses eine Teil, was sich die Menschen, die Tiere und die Dschinn teilen. 99 Teile sind bei Allah für seine Diener in Yawm al-Qiyamah. Als ich die alte Hajja schob, also ihr Sohn ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben und sie hat die Umrah für ihren Sohn gemacht. Mein Bruder, Allah hat mir zum ersten Mal die Bittgebete einer Mutter zuhören lassen. Und die Bittgebete einer Mutter, mein Bruder, die zerstören dein Herz, Allah. Die Bittgebete einer Mutter, die bringen dich um. Natürlich hat sie gesagt, ja Allah, vergebe ihn, ja Allah, liebe ihn, ja Allah, bitte, bring uns wieder zusammen, etc. Aber es gab so ein Bittgebet zum Beispiel, wo ich am Schieben war und ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren sollte, wo sie sagte, ja Allah, bitte mach sein Grab weich. Oh. Ja Allah, bitte mach sein Grab weich, so wie ich sein Bett weich machte, als er klein war. Es ist ein Bittgebet, Bruder.
La ilaha illallah. Ein weiteres Bittgebet, was sie gemacht hat. Ja Allah, wärme ihn im Grab und lass ihn nicht kalt sein, so wie ich ihn aufgewärmt habe, als er klein war. Bruder, diese Bittgebete bringen einen um. Ich war nur am Zuhören und ich dachte mir, La ilaha illallah. So einfache Bittgebete, aber so zutreffend. Und während ich schob, dachte ich mir, ja Allah, und du bist noch barmherziger. La ilaha illallah. Eine andere Sache, die mich auch sehr, sehr stark geprägt hat von der Gruppe, ist beim Abschied. Da gab es einen Bruder, ich bin ja nicht der Typ, der sagt, ich liebe dich für Allah und etc. Ich kann mit solchen Emotionen gar nicht umgehen. Also ich bin nicht der Typ, der mit solchen Emotionen umgehen kann. Möchte ich auch nicht. Fühle ich mich immer so leicht wie so ein Regenbogen. Aber diesen Bruder, beziehungsweise diese Brüder, habe ich wirklich gelernt, für Allah zu lieben. Also ich kann wirklich mit reinem Gewissen und reinem Herzen sagen, diese Menschen liebe ich für Allah und für nichts anderes. Als wir uns verabschiedet, wir hatten eine schöne Zeit, viel gelacht, viel gemacht. Wir hatten auch ein paar Schwierigkeiten auf der Reise, denn, wo die Geschwister mir dann zur Hilfe gekommen sind. Obwohl wir alle Fremde waren. Und dann haben wir uns verabschiedet, gemacht, flossen ein paar Tränen, alles gut. Jeder ist seinen Weg gegangen. Aber beim Gehen sind wir nochmal an diese Gruppe von Brüdern vorbeigegangen. Wir haben uns also später nochmal gesehen und wir sind nochmal vorbeigegangen. Und dann hat der Bruder sich zu mir gedreht. Und dieser Eindruck war für mich, also das war für mich die größte Ermahnung, die ich... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine größere Ermahnung bekommen habe. Das war so ein Eindruck auf mich, das hat so mein Herz boop, getroffen, dass er sich davor stand, seinen Finger in die Luft hob und sagte, Wallahi, ya Abdelhamid, bis zum Tod, ya Abdelhamid. Ich schwöre bei Allah, ya Abdelhamid, bis zum Tod. Und das war für mich so, boop. Weil ich mir dachte, wie kann Allah die Herzen so eng beieinander machen nach 11 Tagen? Aber das ist das, was La ilaha illallah verbindet. Geschwister, die du nicht kennst, aber bereit bist, dich aufzuopfern für sie. Für Allah. Weil du sie für Allah liebst. Das waren so ein paar kurz erwähnte Eindrücke, was die Barmherzigkeit angeht. Aber das, was ich sehr, sehr stark gemerkt habe, ist, warum diese Umma kaputt ist, sind zwei. Einmal das Ablenken. Die Menschen werden so stark abgelenkt von jeglichen Unsinn, sei es mit Shoppingcentern, sei es mit irgendwelchen Social-Media-Plattformen, sei es mit irgendwelchen dummen Nachrichten, die wirklich gar keinen Sinn machen, die eigentlich keinen interessieren sollten. Sei es mit irgendwelchen lustigen oder unlustigen Videos. Also man versucht immer den Menschen abzulenken. Das merkt man auch selbst in Medina und Mekka, dass da Shopping-Malls so groß sind. Du kannst deinen Kopf nicht so weit oben, so hoch sind die Shopping-Malls. Und das wird versucht, die Menschen damit so abzulenken vom Wesentlichen. Weil auch eine Taktik vom Shaitan ist, dich nicht irgendwie komplett in deine Religion zu nehmen. Sondern wenn er sieht, dass er dich nicht mehr aus dieser Religion ziehen kann, dann versucht er wenigstens das Minimalste. Oder beziehungsweise das Maximalste nimmt er weg und das Minimalste lässt er dir. Einmal die Ablenkung. Ihr solltet euch daran gewöhnen, weniger ablenken zu lassen. Vielleicht gewisse Apps zu löschen. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist oder schwierig ist. Diese Dien, diese Religion, ist ein Dien von Anstrengung. Mit Kopf durch die Wand, einen anderen Weg gibt es nicht. Und die zweite Sache ist die Bid'ah. Die Bid'ah, die Erneuerung in der Religion. Wissen, Taten ohne Hand und Fuß in der Religion, nach Emotionen, nach Gelüsten, handeln, verbreiten, praktizieren. Das ist der Untergang dieser Ummah und das ist auch der Gift. Aber das erwähnen wir nur ganz kurz nebenbei. Wir werden ein vollständiges Video machen, warum die Bid'ah so gefährlich ist für uns, warum wir uns davon abwenden sollten. Assalamu alaikum.